Get down in the car, one time give it all, pass it open hard, let me see. Willkommen zu einem neuen Vlog aus dem Gym heute. Heute steht einiges an und wir haben Besuch aus München. Ich habe Besuch aus München seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ein sehr, sehr guter Freund, enger Freund, Alan und Felix. Alan ist auch Boxer, Profiboxer. Er wird auch bei meinem nächsten Kampf auf der Veranstaltung kämpfen. Er kämpft im Halbschwergewicht, weil die sind aus München. Alan ist bekannt als bosnischer Bomber, innerhalb und außerhalb des Dings. Warum, das werden wir euch zeigen. Vor allem bei Felix und beim Essen. Und heute steht an, wir gehen nach dem Training noch zur Moschee, Freitagsgebet, in der bosnischen Moschee, und wir zeigen euch mal unsere bosnischen Lieblingsspeisen. Also, seid gespannt und viel Spaß, wir gönnen uns noch einen Kaffee vorher. Also, pass auf, was du sagst. Ja. Ich wollte nur meinen positiven Kommentar wieder ablassen, was das Gym angeht, Felix. Ja. Also ich bin in einigen Gyms, zumindest in Europa, auch in den Staaten gewesen, aber keines ist deinem gleich, ja wirklich. Ja. In Sachen Ausstattung, Betreuung, Boxen, Krafttraining, spezielles Krafttraining, ob für Fußballer, Leichtathleten, jeglicher Sportart. Und vor allem das Wichtigste, wirklich, sehr, sehr gut. Die Nahrungsausstattung, die Nahrungszufuhr, die man hier bekommt, die gibt es weltweit nicht. Das kannst du, glaube ich, auch nur bestätigen, ne? Ja, wirklich. Das ist ein Zentrum, das seinesgleichen sucht. In Deutschland mit Sicherheit und sogar weltweit. Wie gesagt, ich hatte das Vergnügen, die Möglichkeit, einige Gyms zu besuchen. Aber das, wie hier in Köln bei Felix, wirklich grandios, wirklich Chapeau. Und man sieht von Besuch zu Besuch, dass ihr auch wirklich euch Mühe gebt. Das heißt, ihr habt immer Neues auf Lager. Nicht nur in Sachen Training, sondern Equipment. Und wie du auch sagst, Ernährung, ja, ihr seid immer up to date und das ist wirklich sehr, sehr gut. Und das ist ja auch kein offenes, es ist auch kein Geheimnis. Schade, dass ihr die letzten Tage nicht mitbekommen habt, was der Typ alles gegessen hat. Ja, aber deswegen sind wir ja wieder dann beim Gewichte machen. Ja. auf dich angewiesen. Das heißt, man weiß, wie wir dann aufs entsprechende Gewicht. Felix, du kannst es ja bestätigen, dass man dann wieder. Das war eine sehr kurze und knackige Antwort, ja? Von Felix, ne? Sehr präzise. Aber ich meine, Felix, das ist auch dir etwas geschuldet. Jetzt nicht negativ, sondern positiv. Das heißt, du bringst uns immer an tolle Orte, wo natürlich das Essen erstklassig ist und schmeckt. Und ich lasse ungern Essen stehen, ja. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Aber dafür sind wir jetzt hier, das Ganze abzutrainieren. Ich suche keine Telefonzentrale beim Training. Nur eine Shotbox. Nur zur Information, ich nehme die Verwachsene, Alan hat die Mädchenhanteln. Die pinken. Obwohl er 10 Kilo schwerer als das ist. Vielleicht sogar 15, der lügt. Okay, komm, gerade. Und raus. Raus die Hände, raus. Ja, weit. Wir machen 30, 30. 30 auf dem Boden. 30 mit kurz, ne? Get down in the car. One time give it all. Pass it open, huh? Let me see you jump. Get down in the car. One time give it all. Pass it open, huh? Let me see you jump.
So, Erwärmungsphase haben wir geschafft. Oh. Jetzt geht's los. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told them all that I was soon, soon. Hey, Felix, was mit dem? Hör mal, das ist unser Kinderprogramm, unser Mickey Mouse Programm. Ja, aber es geht schnell, wenn du einmal drin bist. Kurze knackige Einheit, Adam ist Profiboxer. Wie ihr seht, auch so eine kurze knackige Einheit kann richtig wehtun. Bedeutet nicht, dass man immer sehr, sehr lange und hart trainieren muss. Manchmal sind kürzere, harte Trainingseinheiten viel effektiver, vor allem wenn man langen Zeitraum zu trainieren hat. Deswegen mein Tipp, nicht alles immer mit vollem Power reinlegen. Auch mal kurze, knackige Einheiten nur auf Ausdauer oder nur auf Tempo gehen. Das als kleiner Tipp. So, ich gehe mich jetzt schnell umziehen und dann geht es in die Moschee, Freitagsgebet. Danach gibt es unsere Lieblingsspeisen. Bis gleich. Jeder mal einzigartiges Training. Felix, danke. Man lernt immer was dazu bei dir. Ja. Das Training ist nicht das gleiche. Vielen, vielen Dank und bis gleich. So, das war das Freitagsgebet. Ich bin seit über 20 Jahren hier in Köln-Ehrenfeld in die bosnische Moschee. Und für jeden männlichen Muslim ist es Pflicht, freitags in die Moschee zu gehen zum Dschumma-Gebet. Wir sind jetzt fertig. Hier ist jetzt das Restaurant, wo ich auch des Öfteren essen gehe. Und jetzt zeige ich euch mal, was meine Lieblings-bosnischen Speisen sind. So, jetzt haben wir Essen bestellt. Jetzt werdet ihr mal sehen, was ich sehr, sehr gerne esse. Und jetzt werde ich euch sagen, warum wir ihn bosnischen Bomba nennen, warum wir auch außerhalb des Dinges, besonders beim Essen. Schaut euch das bitte gleich an, wie genussvoll dieser Mann ist. Wetter besser geht nicht. So, eine kurze Information. Das ist bosnischer Lepina, bosnisches Brot, warm, und das ist Grah, Bohnen, ein Topf. Das ist bei diesem Wetter, es gibt nichts Besseres. So, guten Appetit. So, Jungs, lasst es euch schmecken. So, jetzt volles Programm hier. Gefüllte Paprika mit Fleisch, Cevapci, bosnische Art, pikante Wurst, Grach habe ich euch schon gesagt, Bohneneintopf, da hinten ist noch Eiweiß. Das Allerwichtigste bei dem ganzen Essen ist Brot, auch wenn es natürlich nicht passt in der Vorbereitung, aber wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen haben wir gesagt, heute machen wir Cheat Day. Heute gönnen wir uns richtig, Jungs. Das war's für heute. Heute mal ein bisschen mehr als nur Training, und in der Zukunft werden wir uns natürlich auch noch ein bisschen mehr außerhalb des der Trainingshalle und des Trainings zeigen, was wir alles so vorhaben, was ich so vorhabe, wo der Weg hinführt. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Hinterlasst ein Like da bitte und abonniert den Kanal, wenn es euch gefällt. Bis zum nächsten Mal.